Ich muss Ihnen das zeigen. Natürlich unten Glitzer. Ich komme mal runter. So, knacks, knacks, ist die Hüfte, nicht die Jolle. Ich räume weg und ich hasse das, wenn man eben kniet und dann hat man das Gefühl, okay, meine Beine sterben gerade ab, weil eine Jeans einzwickt. Und aber das ist hier eben nicht der Fall. Sie ist ganz weich, unfassbar elastisch und macht trotzdem ein super Popöchen. Und auch trotzdem formbeständig, ne? Das ist ja das auch. Ja. Also die leidet gar nicht aus, obwohl die Elastizität also wirklich ist. Also gerade deine Farbvariante, das Hellblau, da haben wir nur noch 3 Größen da. Sehr, sehr begrenzt in Off-White, Schatz. Wenn Sie so ein Lieblings-Seidenshirt haben, vielleicht in Schwarz oder in Weiß, dann kann das gerne hier rausblitzen. Mhm. Oder einen super tollen BH-Shirt steuern. Denn, muss man aufpassen, so. Das geht tief hinunter. Ehrlich, ich finde, wofür haben wir die beiden Dingerchen denn, wenn man die immer nur versteckt, oder? Nö. Ein bisschen dürfen wir die schon zeigen, definitiv. Oder? Die Regie anzuschwitzen. Geil, das machen wir jetzt. Ich höre übrigens, wie die Regie anfängt zu schwitzen. Da brauchen die gar nicht mit mir zu reden. Das wollen wir ja nicht. Konzentriert euch, Jungs. Also, dann geht es aber natürlich auch genau in die andere Richtung. Nach oben. Alle so, och nö. Wir haben ja jetzt Sommer. Wir dürfen ein bisschen, oder? Nee, wir haben wieder was, meine Liebe. Also, das ist wirklich hier natürlich erstmal nicht so günstig. Leuchtet es schön rot. Für Sie heißt das zuschlagen. Denn Malu Jeans zeichnen sich für mich. Lachen Sie nicht? Die lachen hier immer alle, wenn ich meine Gymnastik. Ich nasch mal ab. Ich glaube, das liegt dir an dem Geräusch, dass deine Lachen, nicht an deiner Gymnastik. Na, aber das ist halt wirklich die Position meines Lebens. Ne? Ehrlich? Also aufräumen, mit den Kindern lamentieren, die Sabber von meinem Boxer wegmachen. Ja? Also ich bin wirklich mein Leben im Knien. Du bist eine Rockfrau, mit anderen Worten. Eine Rockfrau. Okay. Und wie oft ist es mir passiert, dass ich eine Buchs anhatte, ja? Und dann spüre ich eben meine Unterschenkel aber nicht mehr, weil die Zirkulation abgeschnitten ist. Oder hier einschneidet. Oder hier ja. Auch hier unten in der Leiste zum Beispiel. Ich bin aber ganz bei dir. Sonne, ich hoch auch wahnsinnig viel auf dem Boden. Gestern habe ich zum Beispiel wieder Leisten geklebt. Ne? Also da habe ich dann so auch wieder diese Nummer gemacht. Also es ist, und die ist wahnsinnig beklebt. Wahnsinnig weich. Unfassbar. Schön hoch im Bund. Das finde ich. Anhatte. Habe ich gepostet, haben mich schon alle gefragt, wo ist das her? Sag ich, naja, was glauben Sie, wo das her ist? Natürlich von uns, ja. Ich liebe Kleider, aber ich brauche extravagante Kleider. Das ist ein Carmen-Kleid, weil ich habe gerade noch zu meinem schickes Kofferkleidchen. Und wenn wir wieder reisen können, Ladies, dann ist das ein Must-Have. Und wir haben hier die schönsten Farben der Natur, wirklich in diesem Hippie-Teil im Design. Oh, guck mal, da würde ich gerne mal auf den Poppes hauen. Dreh dich mal um, da muss ich draufhauen. Dieses Kleid ist der Mann. Dreh dich mal um, da muss ich draufhauen. Dieses Kleid ist der Mann. Ist der Wahnsinn, ja? Wow! Oh, sexy! Aber das ist, glaube ich, auch ist nicht die Farbe, wie das auch gesetzt ist da. Ja, nein, das ist vor allen Dingen auch das Material, weil es so anschmiegsam ist. Ne? Und natürlich so eine Python-Schlange. Nicht umsonst war es eine Schlange, die Adam und Eva sozusagen. Ne? Wir brauchen gar nicht drüber zu reden. Du, und hier ein bisschen asymmetrisch, hinten länger. Also genau. Das war großartig. Ich hoffe, Sie haben ein Selfie gemacht am Bildschirm und schicken das mir jetzt nach von meinem Hintern. Richtig cool, ja? Und ich finde auch die Ärmelchen so hübsch. Zeig die doch noch mal gerade. Ja. Ich laufe jetzt mal. Ja, richtig. Shopping-Schritt, ohne dass was kneift. Ja, genau. Ausfallschritt. Sonja, gehst du so? Nein, wenn ich schnell, Katharina, was das für ein knackiges Popöchen macht. Ja, und die. Hey, Kathi! Das geht einfach großartig. Bravo. Ja, und da fliegt nichts raus. Ja. Es ist genau dieser elastische Hit dabei. Oben das Bündchen ist auch nochmal. Hier kann man auch noch mal, das wächst mit, sage ich. Das verträgt auch mal einen guten Appetit. Und Kollektion. Und hier sind sie. Sonja mit den Models. Wow. Sehr cool. Ich stöhne nicht wegen des Shirts, sondern weil ich endlich in die Schuhe reingekommen bin. Habe ich gefuddelt. Oh, war das anstrengend. Aber in dieses Shirt schlupfen sie rein. Das ist so elastisch und so ein Hautschmeichler und fühlt sich so gut an auf der Haut. Oder Mädels, ist einfach super angenehm. Und sie haben hier eine Häkelspitze über und über, wirklich rundum als Träger gearbeitet. Und natürlich ein absolut sicher sitzendes Guckloch. Genau. Ja, Hallöchen, Popöchen, sage ich dann nur. Da blumst nichts raus. Denn Sie können das natürlich auch wieder steuern mit dem, was Sie unten drunter tragen. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, da ist es sicher verpackt. Dann lassen Sie es ein bisschen, ne? Also ich sag ja, ja, wenn Sie einen schönen BH, also raus damit, mit dem, was man hat, oder? Ganz genau, weil das können Sie sich hier leisten. Denn die Häkelspitze ist einfach romantisch. Verspielt? Was lacht ihr Mädels so?
nichts, Kathi. Weißt du, du kannst es ja auch, also wenn man... So ist ja nicht. Ja, also, habt ihr noch nicht mal was vom Push-Up gehört? Da geht doch alles. Genau. Ja? Da macht man aus einem A-Körbchen plötzlich ein Doppel-D. Du, aber ich stopfe manchmal meine FFP2-Masken rein, links und rechts. Das ist ein bisschen unbequem. Nö, das geht gut. Sonja, das macht zumindest eine BH-Größe größer. Ganz, ganz... Wir machen hier Späßle. Ganz gemütlich einsteigen. Und bei der Kathi sieht man natürlich auch, wie schön hochwertig diese Baumwollspitze ist. Das ist auch im nächsten Sommer noch ein ganz, ganz großer Trend. Da gibt es Jäckchen. Dieses romantische, fast so ein bisschen Boho-Hippie-Style. Man kann es jetzt auch mit einer zerfetzten Jeans, weil das ist oben so hochwertig und so eine schöne, schöne, schöne Spitze. Ganz super weich, da kratzt nichts, weil das ist ja immer so die Gefahr bei Spitze, dass man denkt so, oh. Minuten hier von dieser Sendung. Deswegen, wenn Sie da auch mit dabei sein wollen, Sabrina, du schaust großartig aus. Ich habe dir noch nie so tief ins Herz geschaut. Finde ich großartig. Was wird denn das sein? Ja, das ist so, das kommt so unschuldig daher. Ich finde, dann hat das Shirt keinen Sinn. Es gibt Shirts mit Sinn und das hat Sinn. Und Ladies, stehen Sie zu Ihrer Weiblichkeit. Ja, also das ist wirklich bezaubernd und atemerregend. Die Tina Stoll steht schon da. Ja, ja, dir fallen gleich die Augen raus, ja? Ja, also das können super. Sie definitiv steuern. Bleibt so, nur das Bild, wirklich bis zum Schluss. Kannst du ruhig so bleiben, finde ich sensationell. Ja, okay. Ja, ich war irritiert von dem Ausschnitt, Entschuldigung, ich habe euch nicht zugehört. Weißt du, was der Sandro sagt? Was glaubst du, wie es in der Regie zugeht? Nanu. Dieses Shirt macht alle wuschig. Das ist ein Wahnsinn. Also, Ladies, dieses Shirt mit einem kleinen Hauch Selbstbewusstsein tragen und so tun als... So. Aber die Jeans. Ja. Weil die ist wirklich ein Burner, die Jeans. Wir haben eine total gute... Das sage ich nicht, Sandro. Es gibt Sachen, die ich nicht im Fernsehen sagen werde. Jetzt spuck's aus. Sandro, was hat er gesagt? Was hat er dir ins Öhrchen gesagt? Er sagt ganz komische Sachen. Ich glaube, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen jetzt. Ja. Also, wir haben jetzt schon die Wirkungsweise des Shirts bewiesen. Jetzt geht's um die Buchs. Ja, so. Schöne, hohe Leibhöhe. Meinen lustigen Sender, den ignorieren Sie. Ich heb's mal so hoch. Wirklich, dann sehen Sie den Schnitt, wie die geschnitten ist. Auch hinten ein bisschen höher, damit wir halt hier nicht diesen einen... Ja. Du, Sonja, machst du eigentlich Sport? Naja, ganz ehrlich, jetzt seit Corona... Normalerweise mache ich zweimal die Woche Ballett. Ja, da habe ich auch einen Muskelkater, dass man mich danach nicht mehr bewegen darf. Wirklich? Ja, aber... Jetzt nicht mehr. Machst du gar nicht, schaust so trainiert aus, das ist Wahnsinn. Ich habe einen anstrengenden Hund und drei anstrengende Männer zu Hause. Okay, gut. Also, aber du musst sie nicht mehr herumtragen. Nee, ich muss sie nicht mehr herumtragen, aber dafür muss ich Fußball spielen, klettern, aufs Trampolin, Parcours mitmachen. Also, kürzlich habe ich mir aufs Skateboard gestellt, da haben mir natürlich schön die Knie aufgeschlagen. Das machen Sie bitte über 30 nicht mehr. Das macht aber einen knackigen Hintern, oder? Du musst immer anspannen. Ja, und kaputte Knie. Ja, also von daher das nicht. Aber das ist so ein bisschen mein tagtäglicher Sport. Und ich muss ja sagen, ich habe als Kind Leistungssport gemacht. Daher profitiere ich immer noch so ein bisschen. Ah, sehr gut. Aber das heißt nicht, dass der Pop ist, wenn er nackig ist, nicht welk ist. Verstehst du, was ich meine? Verstehe. Aber die Jeans unterstützt. Die Jeans ist an sich schon schlank stützt, sage ich jetzt. Okay, verstehst du, was ich meine? Und Sie wahrscheinlich, diese Elastizität, wir haben ja eine klassische Five Pocket. Schön, großartig eng geschnitten. Sie können... Diesen da machen. Sie können sich stretchen in dieser Jeans, ja? Also wirklich ohne dass was knackt, außer vielleicht die Knochen. Ja, ich gehe jetzt mal ins Plié. Das kannst du ja auch, Sonja. Aber ja, was machst du beim Ballett? Was machst du da? Was ist diesen hier? Ja, also erst an der Stange, aber im Moment halt nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder anfange, da braucht es einige Monate. Aber wie kommst du denn? War das immer schon als Kind und hast du keine Zeit? Ich wollte auch mal Ballerina werden, wie so viele Mädels. Aber dann kam der Wachstumsschub. Ich war sogar auf dem Konservatorium. Ich wollte mal Tänzerin tatsächlich werden.